Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und widme mich im heutigen Videoblog einem auch für Anwälte recht heiklen Thema. Arbeitnehmern wird im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses oder im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis eine Straftat vorgeworfen und sie kommen zum Anwalt, deswegen, um sich beraten zu lassen. Heikel ist das Ganze deswegen, weil hier unsere klassischen Strategien so ein bisschen im Widerspruch zueinander stehen. Der Arbeitsrechtler wird in so einer Situation immer sagen, wir müssen versuchen, den Verdacht sofort aus dem Weg zu räumen, um das Arbeitsverhältnis nicht zu belasten, eine eventuell drohende Abmahnung oder Kündigung quasi von vornherein begegnen und die am besten versuchen zu verhindern. Denn wenn so eine Kündigung erstmal ausgesprochen ist, dann kann man zwar dagegen Kündigungsschutzklage einreichen und man wird auch vor Gericht wahrscheinlich dann eine gute Abfindung noch erzielen können. Das Arbeitsverhältnis ist aber oft nicht mehr zu retten und das will man ja natürlich verhindern. Der Strafrechtler in uns wird natürlich sagen, keinerlei Äußerung zur Sache, denn im Strafverfahren ist es eine einzige Grundregel, da gibt es eine einzige Grundregel und die lautet, keine Äußerung zur Sache, solange man nicht Akteneinsicht genommen hat. Und Akteneinsicht bekommt man in so einem Stadium nicht. Jetzt kann man sich als Arbeitnehmer natürlich den Arbeitsrechtler, Anwalt suchen, der wird einem wahrscheinlich dann den erstgenannten Ratschlag geben, wir müssen schnell tätig werden und dazu noch einen Strafrechtler suchen. Der Strafrechtler wird dann sagen, wir können hier gar nichts sagen. Oder man nimmt sich einen Anwalt, der in beiden Bereichen tätig ist und daher dann eine Gesamtabwägung vornehmen kann. Ich mache so etwas. Es ist auch für mich dann trotzdem nicht einfach in solchen Situationen. Ich muss das dann jeweils mit dem Mandanten die Vor- und Nachteile besprechen, habe aber in der Vergangenheit ganz gute Erfahrungen damit gemacht, das Ganze aus einer Hand zu haben. Wenn die Straftaten zu gravierend sind, dann wird man tendenziell eher sich den Schwerpunkt auf die strafrechtliche Verteidigung legen. Wenn die Straftaten wiederum nicht so gravierend sind und der Arbeitsplatz unbedingt gerettet werden soll, dann wird man vielleicht etwas mehr Risiko in Richtung Strafverteidigung nachher fahren und dafür im arbeitsrechtlichen Verfahren in die Offensive gehen. Was man macht, hängt dann vom jeweiligen Einzelfall ab. Wichtig ist aber, dass man in solchen Fällen wirklich umgehend Rechtsrat sucht, denn hier können schon wenige Tage die ganze Lage dermaßen verkomplizieren bzw. auch die Situation des jeweiligen Arbeitnehmers dermaßen verschlechtern, dass ein Schaden entsteht, der später nicht mehr wieder gut zu machen ist.